So, hallo, wir stehen gerade auf. Frühstücken brauchen wir nicht, gibt nichts. Brauchen uns auch nicht anziehen, wir schlafen immer mit Gummistiefeln. Weiter geht's, wieder raus hier. Wir haben viel zu tun. Oh, heute haben wir wieder mal einen Brief bekommen. Schön. Von Mary. Mary braucht frischen Salat für ihre Vorspeise und sie bittet darum, ihr einen zu bringen. Ja, wenn mein Salat reif ist, dann kann ich ihr auch einen bringen, aber erst dann. Jetzt müssen wir erst mal wieder Kaffeepflanzen gießen. Noch 2 Tage. Dann sind sie erntereif, unsere Kaffeebohnen. Seht ihr das schon, ne? Die wachsen schon ganz gut. Ach, Hundi, Mensch. Ich weiß schon, warum ich im Real Life keine Haustiere möchte. Braucht wohl alles noch 2 Tage. Da werden wir in 2 Tagen dann ein großes Ernte-Event machen. Dann können wir endlich mal wieder Kohle einschieben. Denn schließlich brauchen wir ja 2000 Münzen, um einen Hühnerstall zu bauen. Ich denke schon, dass der Kaffee ganz gut ist und ordentlich Geld bringt. Ich habe, glaube ich, gar keinen Salat, oder? Habe ich überhaupt Salat auf meinen Feldern? Glaube, ich werde erst mal welchen anpflanzen müssen. Ich habe doch Bohnen. Und das ist kein Salat. Also schon rein optisch ist das kein Salat. Das sind Bohnen, würde ich sagen. So, und hier, das ist auch kein Salat. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Kann ja mal darüber tigern in den Shop. In den General Store. Und der macht aber erst um 9 auf. Bis dahin habe ich noch ein bisschen Zeit. Sag mal hier, war das eine Maus oder eine Ratte? Ach, das ist meine Katze. Oh, Entschuldigung, Minka. Hab dich gar nicht erkannt. Gucken mal, ob wir im Dorf heute jemanden treffen heute Morgen. Dann gehen wir auch in diesen General Store. Stellen wir mal den Roller hier ab. Können wir dann weiter düsen. Hier sehe ich schon mal jemanden. Polizistin Schrägstrich Rangerin Amanda. Sie holen sich manchmal etwas zu essen. Ja, wenn ihr genug Geld verdient, könnt ihr euch da was zu essen holen. Ich kann mir nichts leisten bei Kiko. So, also hier ist wieder niemand zu sehen. Absolutely nobody. Vielleicht ist ja hier bei dem Haus mal jemand. Ob die was dagegen haben? Das geht schon selber auf. Ach, schau mal, hier ist jemand. Kuckuck. Was machst denn du hier? Ich will mit dir reden, Kollege. Bist du ein Frack und Zylinder, hä? Der ist hier drüber gelaufen und ich hänge jetzt hier fest. Ich lasse dich jetzt nicht davonrennen. Ich will jetzt mit dir reden.
es dir gelingt, das Vertrauen der Dorfbewohner zu gewinnen, gewinnst du großartige Freunde. Gib nicht auf. Ja, ich will ja nicht aufgeben. Ich sehe bloß niemanden. Das ist ja mein Problem. Ist ja keiner. Welche Dorfbewohner eigentlich? Ist da jemand? Ach, da ist Heidi. Die geht in die Krankenstation. Huhu, ich will mit dir reden. Irgendwie reagiert es gerade nicht. Ich klicke zwar die rechte Maustaste an, aber du sagst ja nichts. Guckst bloß blöd. Jetzt. So, normale Wochentage sind sehr ruhig, ja. So, jetzt gucken wir mal, ob Heidi hier ist. Die ist ja hier reingegangen. Muss sie ja irgendwo sein. Da darf ich eigentlich nicht rein. Hallo, Heidi. Für einen guten Schlaf solltest du spät am Tag keinen Kaffee mehr trinken. Ja, ich trinke sowieso keinen Kaffee. Weder morgens, noch mittags, noch abends, noch nachts, noch sonst irgendwann. Kaffee mag ich nicht. Zumindest nicht das Getränk. Auf meinem Hof pflanze ich gern Kaffee ein, wenn ich ihn dann schön teuer verkaufen kann. Was ich doch hoffe. Ja, jetzt gucken wir einfach mal, ob der Kerl jetzt heute mal da ist und uns hier was verkaufen möchte. Ja, er ist da. So. Was hast du denn Schönes zu kaufen? Salatsamen. Ja, da kaufe ich jetzt mal 1, 2, 3, 4, 6 Salatsamen. Nehme ich dir mal ab. So, hast du noch irgendwas, was ich jetzt gerade möchte? Getreidesack, Wasserflasche, Holzeimer, Weizenmehl. Nö, das brauche ich jetzt alles gerade nicht. Klar, man kann natürlich noch wissen, was anderes. Ach ja, warum nicht? Machen wir noch ein paar Radieschen. Ich meine, die Tage sind ja jetzt länger. Da habe ich ja auch mehr Zeit, auf dem Feld zu arbeiten. So, dann ist mein Geld weg. Jetzt fahren wir mal noch eine Runde hier erkunden. Wenn wir dann zurück sind, wo müssen wir denn hin? Lydias Haus, da müssen wir hin. Geradeaus weiter über die Brücke. Hier waren wir schon, ne? Also hier hinter. Gibt es viele Parkplätze und keine Menschen, die da parken. Aber wie gesagt, es ist noch in der Entwicklung, das Spiel. Wird sich bestimmt noch einiges tun. Ist doch schön, so ein Spiel in der Entwicklung zu begleiten. So, ich glaube, da vorne ist das Haus. Ja, da ist es. Das Haus, zu dem ich möchte. Sehen, da hinten sehe ich schon jemanden. Wer hier wohnt. Paul und Mary wohnen hier. Ah, hier. Ach, da ist Mary. Okay. Sie hat so einen tollen Garten und keinen Salat selber. Auch den von mir. Ich möchte wieder nicht reden, ne? Vielleicht möchte ja Paul reden. Das mit dem Sprechen, das funktioniert irgendwie nicht. Was gibt's denn hier Schönes? Und das Bienenstöcke. Kann man Honig abholen. Ja, Salat habe ich noch nicht, gute Frau. Ich habe den Samen gerade gekauft. Okay.
Er erinnert sich daran, wie ich mit der Oma gekocht habe. Na, okay, dann haben wir das ja auch gesehen. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir hier hinkommen. Da weiß ich nicht, ob es da einen Weg gibt. Muss man hier noch ein Stück geradeaus fahren. Ich fände eine Minimap nicht schlecht. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Die würde der Orientierung deutlich gut tun. Das Ganze etwas vereinfachen. Ach, hier war ich, glaube ich, schon mal. Da geht es wohl noch nicht weiter, wie es aussieht. Sieht schon aus wie so eine Einfahrt, die ist aber noch nicht offen. Ach nee, ich brauche einen Hammer. Den habe ich nicht. Naja, gut, dann müssen wir das halt aufschieben auf später. Ups, was war das? Jetzt wollte er irgendwie nicht hier aufsteigen. Komm, jetzt. Dann brausen wir wieder zurück. Hier wachsen überall Birken. Das sieht aus wie so eine, ach, wie soll ich sagen, wie so eine Pionierlandschaft. Ja, da liegen lauter Felsen rum und es wachsen Birken. Sonst ist noch nicht viel da. Jetzt müsste auch die Natur sich erst hier so richtig ausbreiten. Zur Schon könnte ich auch noch fahren. Nee, mache ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt erstmal mein Gemüse noch sehen. Ein paar Bäume muss ich ja auch noch fällen, aber nicht mehr viele. Und ich dann den Hühnerstall bauen kann, sobald ich Geld habe. Na, fahr hoch, nicht rückwärts. Okay. So, die Axt. Schwing nochmal die Axt. Man sollte eigentlich nicht mit einer Axt in der Hand rennen. Aber im Spiel ist das wahrscheinlich okay, da stolpert man ja auch nicht. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie viele Holz mir eigentlich noch fehlt. So viel wird es gar nicht mehr sein, denke ich. Jetzt habe ich 10. Ich glaube, jetzt reicht's. Ich meine, es wäre nicht mehr viel gewesen. Das müssen wir einfach mal hier reintun. Es ist ja langsam alles voll. Also jetzt haben wir genug Steine und genug Holz, um einen Hühnerstall zu bauen. Jetzt haben wir nur noch nicht genug Geld. Wo ist denn jetzt mein Saatgut eigentlich? Das sollte ich mir mal hier reinholen in mein Inventar. Damit ich auch fleißig säen kann. So, dann müssen wir uns erstmal die Hacke schnappen. Und schwingen. Na, das Feld muss rot sein. So.
Nee, muss nicht rot sein. Man kann auch eher schon die Hacke schwingen. Aber das Hacke-Symbol muss zumindest da sein, wie es aussieht. So, und dann pflanzen wir mal wieder. Ich glaube, das bringt ja hier alles Ertrag. Miese macht man ja nicht. Letztendlich ist es ja so, man muss einfach gucken, dass man sein Geld, was man verdient, reinvestiert. Immer mehr anbaut, ständig was anbaut, dann kommt man über die Zeit auf jeden Fall zu Geld. So, dann gießen wir noch wieder schön 5 Tage. Reicht's noch für einmal? Ja, reicht noch. So, und jetzt ich wollte ja immer 6er-Felder machen, ne? Habe ich mal gesagt. Und dann noch. Irgendwie zeigt sie immer Radieschen an auf dem Saatgut. Ich denke mal, das könnte man auch noch verbessern. Dass es auf der Saatguttüte beim Pflanzen dann auch das anzeigt, was man wirklich pflanzt oder sät. Und nicht irgendwas anderes. Gut, dann müssen wir noch wieder Wasser holen. In unserem Tümpel hier. Wenn wir jetzt hier fertig sind, haben wir noch ein bisschen Energie. Dann können wir noch ein bisschen arbeiten. Dann werde ich jetzt gleich mal noch mir die Sense schnappen. Weil die 5 ist die Sense. Und dann sensen wir hier mal ein bisschen was frei. Oder da. Egal. Ja, machen wir hier. Sensen wir mal hier ein bisschen. Nee, nicht sensen. Das ist irgendwie unlogisch. Also wenn ich was ernte, nehme ich doch nicht den Rechen dazu, wenn das noch wächst. Weil den Rechen, den nehme ich, um Gras zusammen zu haken oder so. Aber doch nicht, um Gras abzumähen. Letztendlich mache ich ja hier nichts anderes als Gras abmähen. Die Bodentextur, die gefällt mir irgendwie gar nicht hier. Diese grüne, diese glattgrüne Fläche, die sieht nicht schön aus. Würde ich mir auch wünschen, dass man die noch verbessert. So, okay. Dann haben wir hier erstmal wieder ein bisschen Platz geschaffen. Sieht doch aus wie eine Plane, die hier ausgebreitet ist, oder? Es wird hier eine grüne Folie auf dem Boden liegen, so sieht das aus. Was macht eigentlich dieser Hund mit diesen Herzen da? Die schleicht da immer hinter mir her. Ich weiß ja gar nicht, wie ich dem irgendwie was Gutes tun kann, dem Kerl. Die Katze auch. Ja, ihr liebt mich, ja? So viele Herzen verströmt ihr. Wuff, wuff, wuff.
Gibt's in den Einstellungen irgendwas, dass man Musik, Spielqualität, Tastatureinstellungen? Ja, da kann man irgendwie nichts einstellen. Nö, da kann man nichts einstellen. Naja, dann können wir halt nichts machen. So. Holen wir mal noch die Angel hier raus, hä? Und gehen mal noch zum Fluss ein bisschen angeln. Vielleicht fangen wir ja noch irgendeinen Fisch, den wir verkaufen können. Um noch die ein oder andere Münze verdienen zu können. War das jetzt so anstrengend, die Angel auszuwerfen? Ist gleich, das Herz wieder bubbert. Na? Ukelei haben wir geerntet, gefangen. Geerntet nicht. So, und jetzt eine noch, hä? Einmal werfen wir noch die Angel aus. Muss natürlich aufpassen, dass die Energie nicht komplett auf Null geht. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Weiß nicht, was dann passiert. Also bei Stardew Valley wird man, glaube ich, bewusstlos. Das kostet dann Geld. Weiß nicht, was hier passiert. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren. Kann ich darauf verzichten. Ich würde mal so ein Koi oder was auch immer das ist. Habe ich jetzt gerade was verpasst? War da gerade ein Ausrufezeichen? Wenn man da nicht die ganze Zeit hinstarrt. Jetzt habe ich gerade einmal weggeguckt. Naja, kommt bestimmt noch mal ein Fisch. Der andere hüpft hier gerade rum. Jetzt wird es langsam dunkel. 8:30 Uhr abends. Da habe ich noch nicht hingeguckt. Das gibt's doch nicht. Jetzt starre ich diesen Schwimmer da an. In der Hoffnung, dass nochmal ein Ausrufezeichen erscheint. Jetzt. Nochmal Ukelei. Also gut, jetzt haben wir zwei Ukelei. Ein Ukelei und noch ein Ukelei. Die schnappen wir uns. Werfen sie in die Truhe. Also verkaufen sie. Und dann haben wir wieder genug gemacht heute. Dann können wir dann ins Bettchen gehen. Die Angel tun wir mal hier rein. Ukelei. Na, immerhin 60 Münzen bringen die ein. Ist ja nicht so schlecht. So, und damit ist Freitag, der 12. im Frühling, Jahr 1 beendet. Wir hauen uns in die Koje, schauen uns noch unser Resümee an. Landwirtschaft, wer hätte das gedacht, haben wir natürlich schon am meisten gemacht. Ja, wir kommen am besten voran. Und wir haben 60 Münzen verdient. Nicht viel, aber besser als nichts. Und irgendwann wird ja auch auf unseren Feldern wieder was reif sein. Also, dann sehen wir uns am Tag 13, am Samstag wieder. Bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.